Nur knapp entkamen wir mit unserem Leben. Und wir hatten keine Zeit, um anzuhalten und uns zu erholen. Wir ritten den ganzen Tag, ohne eine Ahnung, ob die Abtei gefallen war, ob es Lady Catherine gut ging. Sie waren schon da, im Inneren. Sie warteten, bis wir uns zeigten. Wir warteten auch auf die Nacht und bereiteten die wenigen Soldaten, die uns noch blieben, auf die Einnahme der Abtei vor. Und beteten, dass Lady Catherine noch am Leben war. Redham, Graf Swinefoots Bruder, ist ein Schwein im Priestergewand. Sein Vater gab ihm den Titel, als er gerade 15 Jahre alt war, und seitdem missbraucht er seine Stellung. Zeigt, was für ein Grobian er wirklich ist, und zwingt ihn auf seine Knie. Um das mit euren wenigen Truppen zu schaffen, müsst ihr euch im Schutz der Dunkelheit bewegen und die Belagerung vor der Morgendämmerung beenden. Damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Stronghold 3, die 13. Mission, der Bischof von Redham. Und so wie es ausschaut, sind wir doch zu spät gekommen, um Lady Catherine rechtzeitig zu retten. Dann müssen wir doch schauen, dass wir es irgendwie nachholen können. Sprich, wir müssen uns jetzt im Dunkeln bewegen. Und steht hier dran, wenige Truppen. Naja, ich bin mal gespannt, wie viele es dann wirklich sein werden. Okay, das sind wirklich nur Sollen wenige. Sollen wir jemanden schlagen? Warum leuchten die denn so? Okay. Weiß ich jetzt nicht. Aber was haben wir denn hier? Kriegshunde. Das scheint die Abtei hier zu sein. Was man hier als Abtei einnehmen? Vor dem Morgengrauen. Okay, okay. Ah, hier haben wir die Abtei. Wir kommen hier hoch. Gibt es hier eine Möglichkeit, irgendwie runterzukommen? Hier nicht, da nicht. Oh, hier sehe ich doch. Ich glaube, der Weg, ja. Wir gehen hier hinten durch. Das scheint zu funktionieren. Bisschen früh, oder? Wo ist der Kampf? Ach, was heißt hier früh? Das muss so früh sein. Unsere Sehnen sind gewachst. Wir sind eure Leute. Für die Ehre! Wir sind bereit. Ziehen los! So, ziehen jetzt los! Und da es dunkel ist, werden sie uns nicht sehen können. Hoffe ich einfach mal. Warum seid ihr eigentlich erleuchtet? Das verstehe ich nicht. Was sagt ihr, my lord? Euer Gnaden? Lordschaft? Nein. Werdet ihr uns brauchen? Ja, zwei hier. Ziehen los! Auf euren Befehl! Danach wollen wir den 15 Bogen. Unsere Bögen werden singen. Euer Zeichensire? Augen auf, Männer! Bogenschützen? Vorbereiten! In Bewegung! Ja, Sire? Wir sind eure Leute! Wir sind einsatzbereit! Ich weiß nicht, woran es liegt. Genau nach Plan. Bogenschützen unterwegs. Ah, jetzt da. Eure treuen Bogenschützen. Na komm schon, den kriegt ihr auch noch kalt. Wir sind eure Leute. Das gibt's sogar, ich hab so viel von denen. Eure treuen Bogenschützen. Wie lautet der Plan? My Lord. Wieder in Bewegung. Ah, okay, gut, passt schon. Euer Gnaden. Mal hier bitte nochmal. Bogenschützen, bereit machen. Gehen in Stellung. Der hat noch gelebt. Ist natürlich nicht so gut. Unsere Bögen sind ungeduldig. Und ich bedanke mich recht herzlich dafür. Männer an die Waffen! Dass ihr hier Feuer gemacht habt. So, jetzt müssen wir schnell hin. Wie lautet der Plan? Hätte es irgendwie zu stören. Bereit. Oh, oh, oh. Unsere Schwerter sind die euren! Gehen los! Haben wir denn hier einen Bauern? Soll das ein Witz sein? Das ist unmöglich. Das ist unmöglich. Das muss möglich sein. Wir Meine müssen hier Füße durchkommen. Weh. Also los dann. Auf die Füße, Jungs. Komm, entzünd alle alles an Feuer, was du haben kannst. Los geht's. Ah, da oben ist jetzt noch was.
Okay. Oh ja. Sire, wir haben hier den Befehle raus. Fuck. Neue Befehle. Ich muss irgendwie schauen, dass wir die Welle kaputt bekommen. Wo ist der Kampf? Hier scheinen wirklich noch ein paar Truppen zu sein. Hier hinten kann ich nicht durch. Na komm, geh aus, Feuer. Sind unterwegs. Kommen wir wieder durch. Schlagt sie nieder. Bereit. Streitkolben bereit. Wo ist der Kampf? Wieder marschieren wir. Wir kämpfen tapfer. Ein glorreicher Kampf. Unsere Werkzeuge sind bereit. Für Ruhm und Ehre. Nimmt zwar Schaden, aber scheiß drauf. Stehen zur Verfügung. Wir müssen hier ganz dringend durch. Neue Befehle, Sire? Besser so als irgendwie anders. Wie können wir dienen? Sire, befehligt uns. Wo? Oh. Auf euren Befehl. Was sagt ihr, Malot? Braucht schon, ihr etwas? Schon. Wie lautet der Plan? Braucht ihr etwas? Brechen auf! Noch keine Chance, so. Werdet ihr uns brauchen? Für seine Mannschaft! Weiter, weiter, weiter. Hier hinten kommt keiner durch. Okay. Ja! Mit erhobenem Haupt! Was haben wir denn hier noch? Wir haben 10 Schwertkämpfer, 10 Bogenschützen, 23 Streitkolbenträger, 37 bewaffnete Bauern. Für den Ruhm! Okay. Haben wir hier Saboteure? Das ist eine düstere Aufgabe. Hätte ich Saboteure ranlassen sollen. Egal. Erwarte Befehle! Für Ruhm! Ich schaue denn hier die Verteidigung aus, die ist ziemlich schwach. Ja doch, wir können hier hinten durchbrechen. Für das seine Lordschaft! Schwertkämpfer vorwärts! Für den Ruhm! Schneller, 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 schneller. Müssen wir gegen die alle hier unten nicht kämpfen. Weil es mir doch ein paar zu viel sind. Ja, Streitkolbenträger. Das ist die Frage. Wie lautet der Plan? Ja, den können wir hier nicht verwenden, aber hier könnten wir ihn verwenden. Deswegen brauchen wir ihn auch. Sire, befehligt uns! Bereit! Stehen zur Verfügung! Unsere Schwerter sind die euren! Komm, Männer, an die Waffen! Wir haben noch keine Zeit. Unsere Schwerter sind die euren! Wir haben wirklich keine Zeit mehr, oh mein Gott. Neue Befehle, Sire? Wo ist der Feind? Männer an die Waffen! Schwertkämpfer vorwärts! Sire, befehligt uns! Seid gegrüßt! Neue Befehle, Sire! Na komm, einmal hier die Mauer zerstören. My Lord, bewege Stürmer! Eventuell brauchen wir es doch nicht, dann könnten wir hier direkt durch. Wir kämpfen tapfer! Eure Hoheit! Unsere Werkzeuge sind bereit! Sturmbock bereit, schon. My Lord! Nein, nicht zu weit rüber wieder. Was sagt ihr, My Lord? Für die Ehre! Okay, sie können durch, ja. Sie können durch. Wir sind einsatzbereit. Angreifen, schnell angreifen. Erwarte Befehle! Unsere Bögen werden das singen. Wir werden angegriffen. Das muss so sein. Streitkolben bereit! Stehen zur Verfügung. Sire, befehle ich wieder durch. Werdet ihr uns brauchen? Pfeiler anlegen. Sollen wir jemanden schlagen? Wir kommen in Frieden. Erwarte Befehle. Wieder marschieren. Na komm schon, greif doch mal an. So, und runter geht's. So. Blockiert. Und schnell, ganz schnell erobern. Schwertkämpfer, vorwärts. Oh, ist jetzt knapp. Na, wobei, über eine Minute. Doch, das geht, das geht. Auf euren Befehl! Und ich glaube, das war's. Wir sind siegreich, Sire! Gut, das war mal wieder eine Schnellmission. Und ja, ich weiß nicht. Irgendwie dafür, dass es jetzt schon die 13. war. Ich meine, der Aspekt gefällt mir, dass man so in der Nacht rumschleichen kann.
um wirklich die Schwachstelle von der Festung ausfindig zu machen. Aber dass die Schwachstelle direkt, oder ja hier in dem Fall gleich sind ein paar Meter neben unserem Ziel sind und dann hier wirklich bloß 3-4 Truppen stehen, das ist doch dann schon ein bisschen, naja. Aber sei es drum. Und ich hoffe, ihr hattet zumindest Spaß beim Schauen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüssi.